So, herzlich willkommen zur heutigen Vorlesung, bei der wir uns mit Computermorphologie beschäftigen werden. Wir hatten ja letzte Woche die theoretischen Grundlagen der Morphologie kennengelernt, die wichtigsten Begriffe, die wichtigsten Formen morphologischer Prozesse. Heute geht es darum, wie wir die computerlinguistisch umsetzen können, also in Algorithmen implementieren können. Die Algorithmen, die da zum Einsatz kommen, beziehungsweise die Programmierumgebung, die zum Einsatz kommt, die kennen Sie auch schon. Das sind nämlich die endlichen Automaten und Transduktoren, also die Finite State, FSAs und FSTs. Erinnern wir uns erstmal kurz, was eigentlich die Aufgabenstellung ist. Wir werden uns in dieser Vorlesung heute auf Flexionsmorphologie beschränken. Das ist der etwas einfachere Fall. Die Modellierung von Wortbildung, also Derivation und Komposition, ist mit ganz ähnlichen Techniken möglich. Allerdings sind da etwas komplexere Beschränkungen noch zu beachten. Und viele einfache Morphologiesysteme modellieren vor allem die Flexionsmorphologie. Also gerade im Deutschen ist es ja sehr wichtig, dass wir zum Beispiel eben wissen wollen, was für ein Kasus, Numerus eine bestimmte Form hat. Und vor allem, dass wir diese ganzen Formen hier auf die Lemmata, also die Wortstämme, zurückführen wollen, um dann bessere Häufigkeitsinformationen zu bekommen. Oder bei einer Korpussuche nach einem Lemma statt der Oberflächenform suchen zu können. Also, Morphologie in Sprachen, die eine konkatenative Morphologie haben, wie auch das dem Deutschen und dem Englischen, bei denen also im Regelfall Flexionsänderungen an Stämme angehängt werden, mit ein paar Besonderheiten, ein paar Modifikationen, lässt sich die Flexionsmorphologie sehr gut in Form solcher Tabellen darstellen, also mit sogenannten Flexionsparadigmen, dass wir für jedes, Sie erinnern sich, wir nennen sowas grammatische Wörter, also ein Flexionsmorphologie drückt ja verschiedene morphosyntaktische Merkmale aus, Genus, das Geschlecht, Kasus, den Fall, Numerus, Einzahl oder Mehrzahl. Beim Verb kommen dann noch die Zeitformen dazu. Wir bezeichnen diese Kombination aus einem Stamm und morphosyntaktischen Eigenschaften als ein grammatisches Wort und die Form, die dann tatsächlich im Text zu erscheint an so einer Stelle, als die Oberflächenform, also dann die oder auch einfach die Wortform. Die Aufgabe der Morphologie ist also, eine Abbildung herzustellen zwischen der Oberflächenform. In meisten Anwendungen geht es uns darum, wenn wir eine Oberflächenform im Text finden, das passende grammatische Wort zu finden, also eine Abbildung von der Oberflächenform auf grammatische Wörter. Manchmal, wenn Sie Generierung machen, Sprachgenerierung, kann natürlich auch das Umgekehrte wichtig sein oder vielleicht auch für gewisse Anwendungen, wenn Sie im Sprachunterricht das einsetzen wollen, dann möchte man sich zum Beispiel solche Flexionsparadigmen generieren, also aus dem grammatischen Wort die Oberflächenform herzustellen. Also das Ziel ist einfach eine Abbildung oder allgemeiner gesprochen eine Relation herzustellen zwischen Oberflächenform und grammatischem Wort. Es handelt sich hier mathematisch nämlich nicht nur um eine Abbildung, weil, Sie erinnern sich an das Phänomen, bei Synkretismus gibt, das heißt, dass hier ziemlich viele verschiedene grammatische Wörter, zum Beispiel das, auf die gleiche Oberflächenform abgebildet werden. Im Plural gibt es sogar drei Tische. Drei verschiedene grammatische Wörter, die gleiche Oberflächenform haben. Das heißt, wir können nicht eine Abbildung definieren von Oberflächenform zum grammatischen Wort, denn eine Abbildung muss immer einen eindeutigen Wert haben, mathematisch gesehen. Mathematisch handelt es sich hier um eine Relation, die also einer Form, einer Oberflächenform beliebig viele grammatische Wörter zuordnen kann. In umgekehrter Richtung ist es überwiegend eindeutig. Das wird nachher auch nochmal bei der computerlinguistischen Umsetzung eine Rolle spielen. So. Also, das Ziel ist, und es wird sich herausstellen, dass es keinen Sinn macht, jetzt nur Analyse zu implementieren. Analyse und Generierung sind eigentlich gleich schwer. Wir können mit den richtigen Formalismen beides auf einen Streich lösen. Das Ziel ist also morphologische Analysengenerierung, indem wir eine Relation herstellen zwischen grammatischen Wörtern und Oberflächenformen. Sobald wir diese Relation haben, eine Abbildung, im Gegensatz zu einer Abbildung ist eine Relation auch nicht gerichtet. Das heißt, je nachdem, ob wir die von oben nach unten oder von unten nach oben lesen, können wir dann tatsächlich sowohl Analyse als auch Generierung machen. Hier sind ein paar Beispiele, Englisch und Deutsche. Wir wollen also bei der Analyse zum Beispiel der Oberflächenform Glasses analysieren können in das grammatische Wort.
Ich stelle hier, habe ich hier mal die Notation gewählt, dass ein grammatisches Wort dargestellt ist als Stamm und dann die morphologischen, morphosyntaktischen Merkmale jeweils durch Pluszeichen abgetrennt angehängt werden. Das ist keine Standardnotation. Es gibt da also keine etablierte Standardnotation. Manchmal wird es mit Punkten abgetrennt. Manchmal wird auch mit Plus oder einem anderen Sonderzeichen zwischen dem Stamm und der syntaktischen Kategorie, also hier N für Substantiv, abgetrennt und die weiteren Merkmale mit Punkten angehängt, durch Punkte abgetrennt angehängt. Also das ist nur eine Ad-hoc-Notation. Jede beliebige andere Notation könnte genauso gut verwendet werden. Hier sehen Sie dieses typische Beispiel von Synkretismus. Im Englischen ist es gleich eine unregelmäßige Form. Fisch hat als Plural dieselbe Form Fisch, das heißt die Oberflächenform Fisch in der Substantivlesart, es gibt natürlich auch noch das Verb to fish, in der Substantivlesart entspricht zwei grammatischen Wörtern, nämlich im Singular und im Plural. Und bei der Generierung haben wir dann eben ein grammatisches Wort, woman im Plural, sollte die Oberflächenform women generieren. Und hier habe ich so eine Kurznotation, das ist was bei der Generierung eben vor allem interessant ist, dass ich komplette Paradigmen habe, dass ich sage, ich möchte jetzt irgendein grammatisches Wort vom Stamm Tisch, vom Substantiv Stamm Tisch haben, das ist durch dieses Punkt Stern, also im Sinne des regulären Ausdrucks die Notation gedacht, dann sollte mir das alle Formen generieren können. Und der Grund, okay, und wie ich schon angedeutet habe, ein geeignetes Werkzeug dafür ist der endliche Transduktor oder Finite State Transducer, FST. Zunächst mal macht der FST ja genau das, was wir hier brauchen, nämlich Zeichenkettentransformationen. Also da wir sowohl die Oberflächenform als auch das grammatische Wort hier einfach als Zeichenketten schreiben, Folge von Buchstaben und dann so ein paar Sonderzeichen wie Plus, eventuell Punkt und so weiter, können wir das ganze Problem als auch ein Zeichen Kettentransformationsaufgabe modellieren. Also die Aufgabe ist, diese Zeichenkette in diese Zeichenkette zu transformieren und so weiter. Ob jetzt FSTs hinreichend mächtig sind, um morphologische Phänomene zu modellieren, das ist natürlich erstmal nicht klar, aber es stellt sich raus, dass sie sehr gut geeignet sind und deswegen ist auch der wichtigste Ansatz für morphologische Analysen in der Computerlinguistik, eben solche Transduktoren zu bauen, solche FSTs. Wie gut erinnern Sie sich noch an die endlichen Automaten und die FSTs? Ich habe für den Fall, dass Sie jetzt Nein nicht so gut sagen, gleich schon ein paar Folien nochmal rausgegriffen. Wir machen gleich eine kurze Wiederholung. Aber vielleicht denken Sie noch dran, also erstmal gab es ja nicht deterministische und deterministische Automaten und auch FSTs. Nichtdeterminismus ist, was wir brauchen, um Ambiguitäten zu modellieren. Also die Möglichkeit, dass für eine Eingabe wie Fisch mehrere Ausgaben generiert werden können. Klassische Programmiersprachen würde es erstmal nicht direkt unterstützen, die sind ja deterministisch. Da muss man dann entsprechend mit Schleifen programmieren oder sowas. Die Nichtdeterminismus von FSTs, nichtdeterministische FSTs sollten sich sehr gut eignen, um solche Ambiguitäten wiederzugeben. Außerdem gibt es da einen Trick, nämlich wir können FSTs invertieren. Wenn ich einen FST habe, der zum Beispiel diese Eingaben nimmt und grammatische Wörter erzeugt, kann ich den invertieren. Das erzeugt die Umkehrabbildung und damit habe ich einen Generierungs-FSTs. Das heißt, ich brauche gar nicht zwei separate FSTs entwickeln für Analyse und Generierung. Ich muss entweder einen Analyse-FST oder einen Generierungs-FST entwickeln. Und dann kann ich den einfach invertieren. Das ist auch der Grund, warum man es gemeinsam behandelt. Solange man das als FST implementiert, ist es kein zusätzlicher Aufwand zur Analyse auf die Generierung hinzuzunehmen. Und außerdem gibt es noch so gewisse Operationen auf endlichen Automaten und Transduktoren, die uns eine Modularisierung, die Modularisierung ermöglichen oder vereinfachen. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie eine Morphologie, eine anständige Morphologie fürs Deutsche, fürs Englische implementieren wollen, müssen Sie wenigstens so 50 bis 100.000 Wortstämme abdecken, um eine einigermaßen gute Abdeckung der Sprache zu erhalten. Also das ist eine ziemlich große Aufgabe. Und solche großen Probleme, wie wir von Anfang an gesagt haben, muss man in kleinere Teilaufgaben modularisieren, um sie effektiv angehen zu können. Also
verendliche Transduktoren klingen eigentlich sehr passend, haben viele Vorteile für diesen Einsatz. Deswegen denken wir kurz mal dran zurück, was das Ganze eigentlich war. Also wir haben Ihnen ja endliche Automaten nahegebracht als eine, also ich würde jetzt eigentlich sagen, als eine sehr einfache Programmiersprache. Endliche Automaten ist eine formale Darstellung der einfachstmöglichen Algorithmen. Und das ist für die, die noch nicht programmieren können, ist eigentlich die erste Programmiersprache, die sie richtig gelernt haben. Endliche Automaten, diese Programme, laufen ja so ab, dass der Automat gewisse Zustände hat und dann abhängig von Eingaben zwischen diesen Zuständen hin und her springen kann. Also es gibt weder Variablen, in denen Informationen abgelegt werden kann, noch gibt es Schleifen oder Unterprogramme, Funktionen, komplexe Datenstrukturen. Es gibt nur Zustände und Wechsel zwischen den Zuständen. Deswegen ist es die einfachstmögliche Programmiersprache. Das ist sozusagen ein Minimalinventar an Funktionalität. Trotzdem kann man ganz interessante Sachen machen. Der Trick, wenn Sie einen endlichen Automaten, also wenn Sie wirklich direkt einen endlichen Automaten schreiben wollen, der Trick ist immer, Sie müssen alle Informationen, die der Automat braucht, in den Zuständen abspeichern. Also nicht in dem Sinne, dass die Zustände den Speicherplätze enthalten, sondern der Zustand selbst ist der gespeicherte Wert. Also bei diesem Einführungsbeispiel, das ist übrigens das klassische Beispiel, was in der Informatik immer kommt, deswegen habe ich das so übernommen, entweder eine Aufzugsteuerung oder ein Getränkeautomat. Der Getränkeautomat muss sich ja merken, wie viel Geld schon eingeworfen wurde, um dann, wenn in diesem Fall relativ günstige 1,50 Euro eingeworfen sind, ein Getränk auszugeben. Die Information, nämlich diese Zahl, dieser Geldbetrag, der wird in den Zuständen gespeichert. Wir haben also einen Zustand, der dem entspricht, dass noch nichts eingeworfen wurde, einen, bei dem 50 Cent eingeworfen wurde, einen, bei dem 1 Euro eingeworfen wurde und schließlich der Erfolgszustand, wo 1,50 Euro eingeworfen wurde und dann die Ausgabe erfolgen soll. Diese Programme können nie selbst laufen. Ein Automat wird immer durch Eingaben gesteuert. Das heißt, für jede Aktion liest ein endlicher Automat im üblichen Fall ein Eingabesymbol ein oder eine Eingabeaktion. In diesem Fall wäre die Eingabeaktion eben das Einwerfen von Geldmünzen. So. Ein endlicher Automat kann auch keine Aktionen ausführen. Also das ist eine sehr starke Einschränkung an diesem Programm, an dieser Programmiersprache. Denn das Einzige, was der Automat ja tut, ist eine Eingabe zu akzeptieren, wenn er einen Endzustand erreicht hat. So, hier sind eigentlich zwei Aspekte. Diese roten Pfeile, das ist, wenn man die Auswurftaste, die Abbruchtaste drückt, dann geht er zurück in seinen Urzustand. Das ist ja okay, aber er sollte natürlich auch idealerweise das Geld wieder ausgeben, das man schon eingeworfen hat. Das kann der endliche Automat eigentlich nicht. Das wäre eine Erweiterung des Automaten, dass hier auch eine Aktion dran geknüpft ist. Und genauso hier der Auswurf des Getränks, die Ausgabe des Getränks, ist auch eine Aktion, die ein Automat eigentlich nicht durchführen kann. Was er eigentlich liefert, ist hier Akzeptieren der Eingabe, das heißt, es ist genug Geld eingeworfen und die Aktion kann jetzt durchgeführt werden. Deswegen eignen sich Automaten vor allem dazu gut, Zeichenketten zu verarbeiten bzw. Zeichenketten zu überprüfen. Also wenn Sie überprüfen wollen, dass ein Anwender ein Datum korrekt eingibt, also irgendwie eine Tageszahl in einem bestimmten Bereich, dann eine Monatskürzel und dann eine Jahreszahl, würden Sie wahrscheinlich als regulärer Ausdruck machen. So haben wir es in meinen Beispielen ja schon mal gemacht, dass wir reguläre Ausdrücke eingeführt haben. Das können Sie aber auch sehr gut als endlichen Automaten schreiben. Der würde eben Zeichen für Zeichen die Eingabe einlesen, zwischen Zuständen hin und her springen, sich dabei merken, was schon eingelesen ist. Wenn ein nicht passendes Zeichen kommt, bricht der Automat ab, weil es dann keinen passenden Übergang mehr gibt. Und wenn es nicht passiert, sondern er seinen Endzustand erreicht und die Eingabe dabei komplett eingelesen hat, dann wird die Eingabe akzeptiert. Also was ein endlicher Automat tut, ist Eingaben akzeptieren oder nicht akzeptieren und damit, wenn wir es ganz formal betrachten will, eine formale Sprache definieren. Also wir haben ein Eingabealphabet, das sind die möglichen Zeichen, die er als Eingabe verstehen kann. Und unter allen Worten über diesem Eingabealphabet, also unter diesem Sigma-Stern, definiert der Automat eine endliche Sprache, eine formale Sprache, eine Teilmenge von Sigma-Sternen aus allen Wörtern, die akzeptiert werden. Die also, wenn sie als Eingabe in den Automaten gefüttert werden, zu dem Endzustand führen, bei dem akzeptiert wird.
Ändern hier nochmal kurz die Erinnerung. Ein Automat wird normalerweise als so ein Diagramm dargestellt, das ist schön anschaulich und übersichtlich. Er hat genau einen Startzustand, da fängt die Verarbeitung an, liest jeweils ein Zeichen und führt dann eine Aktion aus, die durch das Zeichen festgelegt ist, nämlich als Beschriftung an der entsprechenden Kante. Also er kann eben nur einen Zustandsauswechsel durchführen, wenn das Eingabezeichen der Kantenbeschriftung entspricht. Der Automat kann ein oder auch mehrere Endzustände haben. Wenn ein Endzustand erreicht nach Verarbeitung der Eingabe, dann wird das Wort akzeptiert. Und hier sieht man so eine formale Spezifikation. Ich gehe jetzt nicht noch besser im Detail durch. Sie sollten sich vielleicht noch mal zu Gemüte führen, wenn es nicht mehr so präsent ist. Vor allem auch der Unterschied in der formalen Darstellung von endlichen Automaten und Transduktoren, dass sie sowas Formales auch reproduzieren können oder zum Beispiel in so einem Beispiel für so einen Automaten die formale Darstellung hinschreiben. Ein Automat endet immer, wenn, also der endet garantiert, wenn das Ende das einmal erreicht ist. Danach. Nein, er verarbeitet immer die gesamte Eingabe. Und wenn er nach Verarbeitung der gesamten Eingabe im Endzustand ist, dann akzeptiert er. Er würde also, in dem Fall kann er natürlich nicht mehr weiter. Aber wir können zum Beispiel hier auch einen Endzustand haben. Dann würde hier, wenn danach ein B kommt, einfach weiterlaufen. Und erst nach Verarbeitung der gesamten Eingabe, wenn man noch nicht abgebrochen hat, dann wird geprüft, ob es Endzustand ist oder nicht. Gut, also formale Darstellung des endlichen Automaten war ein Quintupel, also mathematisch eine Liste von 5 Objekten, nämlich dem zugrunde liegenden Alphabet, in dem Fall ABC, also Standardalphabet für Beispiele. Das legt also fest, welche Wörter überhaupt als Eingabe in Betracht kommen. Dann der Zustandsmenge. Die Zustände sind einfach beliebige Objekte. Es ist relativ üblich, die als Zahlen durch einfache Zahlen zu verwenden, 0, 1, 2, 3. Manchmal nennen wir es auch Q0, Q1, Q2 für die Zustände oder Sie können die auch benennen, wie Sie wollen. Dann gibt es einen Startzustand, das ist in dem Fall der Zustand 0. Das ist natürlich die Konvention, wenn man die Zustände durchnummeriert, aber Sie könnten auch jeden beliebigen anderen zum Startzustand definieren. Eine Menge F von Endzuständen, also wichtig, S, der Startzustand, ist ein Zustand, ein Element von Q. F ist eine Teilmenge von Q, weil eben mehrere Endzustände auch erlaubt sind. Und schließlich, da eigentlich der Kern, das eigentliche Programm, ist dann die Übergangsrelation, also im Wesentlichen irgendeine formale Darstellung dieses Graphen, eine formale Darstellung dieser Pfeile, die man zum Beispiel schreiben kann als Ausgangszustand, Eingabe, erwartete Eingabe und der dann erreichte Zielzustand. Also diese Notation gibt diesen Pfeil wieder von Ausgangszustand 0 mit Eingabe A zu dem Zielzustand 1. An diesem Beispiel sieht man auch immer zwei Besonderheiten. Erstens, es kann Epsilon-Übergänge geben. Das ist eine Erweiterung, die für bestimmte Sachen notwendig, kann ich nicht sagen, wie Sie sich sicher erinnern, aber praktisch ist. Also es ist oft leichter, so eine Funktion zu beschreiben oder das Programm zu schreiben, wenn man die Möglichkeit hat, ohne Eingabe in einen anderen Zustand zu wechseln. Und zweitens, was ganz wichtig ist, ist, dass endliche Automaten auch nicht deterministisch sein können. Also im einfachsten Fall, in der klassischen Programmiersprache, würde man für eine Eingabe eben dann festlegen, dann wird diese Aktion ausgeführt. Hier gibt es aber Fälle, zum Beispiel Zustand 1. Wenn ich in Zustand 1 bin, dann kann ich mit der Eingabe A 3 verschiedene Aktionen ausführen, nämlich in Zustand 2 wechseln, in Zustand 3 wechseln, in Zustand 5 wechseln. Der Automat befindet sich aber immer in einem Zustand, nicht in mehreren. Das heißt, hier haben wir echt einen Nicht-Determinismus. An dieser Stelle ist mit Eingabe A nicht festgelegt, in welchen Zustand der Automat wechseln soll. Es gibt dann verschiedene Arten, wie man das praktisch lösen könnte. Man kann sich aber vorstellen, dass das übliche Darstellung des nicht-deterministischen Programms in der Informatik ist, dass der Automat sozusagen den richtigen Zustand rät, dass er durch mehr oder weniger göttliches Wissen eben weiß, welchen er nehmen muss, um letztlich zur Lösung zu kommen. Praktisch wird es dann durch irgendein Suchverfahren, das alle Möglichkeiten systematisch durchprobiert, umgesetzt. So. Hier haben wir sogar noch einen Schritt mehr in Nicht-Determinismus, denn mit Eingabe A kann der Automat nicht nur in Zustand 2, 3 oder 5 wechseln, sondern auch in Zustand 6,
Weil wenn er in 5 ist, kann er ja ohne weitere Eingabe auch nach 6 wechseln. Und das bedeutet, sobald so eine Epsilon-Übergang ohne Eingabe im Automat enthalten ist, ist der Automat unvermeidlich nicht deterministisch. So. Ich hoffe, das kommt Ihnen alles sehr, sehr bekannt vor und ist jetzt ganz langweilig. Was wahrscheinlich nicht mehr ganz präsent ist, sind diese ganzen Eigenschaften von Automaten, die wir aufgezählt haben. Deswegen nochmal kurz der Überblick. Besonders schön an den endlichen Automaten ist, dass die nicht deterministischen Automaten, die ja erstmal viel mächtiger erscheinen, weil sie viel mehr Möglichkeiten bieten, Programme zu schreiben, gar nicht mächtiger sind, also gar keine anderen Sprachen definieren können oder gar keine anderen Funktionen durchführen können, denn wie wir dann im Sommersemester uns noch näher anschauen werden, lässt sich jeder nicht-deterministische Automat lässt sich durch einen automatischen Algorithmus in den deterministischen Automaten überführen. Äquivalent in dem Sinne, dass er genau die gleichen Eingaben akzeptiert. Und das ist das, was man üblicherweise macht, wenn Sie Automaten schreiben, von Hand, werden Sie meistens nicht-deterministische Automaten schreiben und es dem Rechner dann überlassen, daraus einen effizienteren, einfacheren deterministischen Automaten zu machen. Ich hatte ja schon gesagt, was man vor allem mit Automaten machen kann, ist formale Sprachen zu definieren. Sie hatten vorher schon einen anderen Formalismus kennengelernt, um Sprachen zu definieren, nämlich reguläre Ausdrücke. Und es ist auch kein Zufall, dass die jetzt nacheinander behandelt wurden, denn die endlichen Automaten entsprechen genau regulären Ausdrücken. Das kann man mathematisch beweisen, das würde zu weit führen, das hier zu versuchen. Wir hatten aber in der anderen Vorlesung vor 2 Wochen einen Algorithmus skizziert, wie man vom regulären Ausdruck zum endlichen Automaten kommen kann. Also äquivalent bedeutet hier, die formalen Sprachen, die als über reguläre Ausdrücke beschrieben werden können, sind genau dieselben Sprachen, die auch durch endliche Automaten erkannt werden können. Oder genauer gesagt, für jeden regulären Ausdruck kann ein Automat konstruiert werden, der genau die Sprache akzeptiert, die der reguläre Ausdruck definiert. Und umgekehrt, zu jedem Automaten, M, kann ein regulärer Ausdruck geschrieben werden, der genau die von M erkannte Sprache beschreibt. Also wir haben hier eine vollständige Äquivalenz. Und deswegen werden Sie endliche Automaten in solchen Anwendungsfällen meistens nicht von Hand schreiben, sondern Sie schreiben den regulären Ausdruck hin und es gibt dann ein Computerprogramm, einen Compiler, der diesen Ausdruck in endlichen Automaten übersetzt. Es ist tatsächlich auch so, dass wenn Sie zum Beispiel, Sie haben es hier schon Grep kennengelernt, mit dem Sie es auf der Kommandozeile mit regulären Ausdrücken Textdateien durchsuchen können, eine gängige Implementierung von solchen Werkzeugen verwendet tatsächlich endliche Automaten, kompiliert den Ausdruck, den Sie eingeben in endlichen Automaten und wendet den dann sehr effizient auf eine Textdatei an. So. Und dann haben wir noch einige mathematische Eigenschaften beschrieben. Schön sind zum Beispiel die Abgeschlossenheitseigenschaften, dass Sie also die Vereinigung, Verkettung und die Hülle von Sprachen wieder durch endliche Automaten darstellen können. Ich habe es hier nochmal mit aufgeführt, weil die Eigenschaften nachher auch nochmal vorkommen. Also was wir hier sehen, ist jetzt nicht nur eine reine Wiederholung von der Stunde vor 2 Wochen, sondern es tauchen genau die Sachen auf, die eine Rolle dabei spielen, wie wir nachher die Computermorphologie mit endlichen Automaten und Transduktoren umsetzen können. So, als anschauliches Beispiel nochmal. Eine weitere Anwendung von endlichen Automaten, und jetzt kommen wir schon ein bisschen in Richtung Morphologie, eine Anwendung von endlichen Automaten war, Wortlisten zu speichern. Ich hatte Ihnen das gezeigt, am Beispiel dieser Wortliste, dieser recht kurzen Wortliste. Die kann sehr einfach in endlichen Automaten übersetzt werden, indem Sie eben einen Anfangs- und einen Endzustand haben und dann für jedes Wort einen eigenen Pfad von dem Startzustand zum Endzustand einführen. Das heißt, das ist einfach als regulärer Ausdruck, würden Sie es als Disjunktion schreiben, aller dieser Wörter. Dieser Automat akzeptiert genau diese Wörter, indem Sie einen der Pfade verfolgen. Jedes andere Wort, für das es keinen Pfad gibt, wird zurückgewiesen. So, da sehen Sie die Verbindung schon mal zur Computermorphologie. Wir werden sicher auch Wortlisten irgendwo in der Computermorphologie speichern müssen, denn um
Wörter zu analysieren, müssen Sie ja erstmal wissen, welche Stämme es überhaupt gibt. Also gerade wenn Sie eine Anwendung wie Rechtschreibkorrektur oder Rechtschreibüberprüfung machen wollen, macht es natürlich keinen Sinn, alles zu akzeptieren, was jetzt eine deutsche Flexionsendung hat, sondern Sie wollen natürlich nur tatsächlich existierende Substantive oder Verben oder Adjektive akzeptieren. Also solche Wortlisten werden effizient gespeichert werden müssen. Und das ist jetzt alles andere als effizient, sowohl in der Speicherung. Das ist also derselbe Aufwand, als würden Sie es alles in die Textdatei schreiben, weil ja jedes einzelne Zeichen hier als eine Kante gespeichert werden muss. Also eigentlich noch schlimmer, weil das auch noch Kanten dargestellt werden müssen. Und es ist für die Verarbeitung sehr ineffizient, weil es hochgradig nicht deterministisch ist. Wenn also als erstes Zeichen B kommt, muss ich natürlich erstmal alle Pfade in Betracht ziehen, die an erster Stelle ein B haben, als erstes Kantenlabel. Wenn der nach einem E kommt, habe ich hier immer noch drei Pfade, die in Betracht gezogen werden müssen. Das heißt, da das ja als Suche, nachher als systematische Suche zu implementieren ist, wird es sehr aufwendig sein, zu testen, ob ein Wort in der Liste vorkommt. Das konnte man verbessern, indem man den Automaten determinisiert. Das bedeutet ja, ich habe für jedes Eingabezeichen weiß ich, welchen Übergang ich nehmen muss. Und damit ist die Verarbeitungskomplexität, hier kann die praktisch beliebig groß werden, da ich ja viele einzelne Pfade ausprobieren muss. Beim deterministischen Automaten muss ich für jedes Eingabezeichen genau einen Schritt machen. Das heißt, die Komplexität ist maximal so groß, wie die Eingabe lang ist. Und das ist was sozusagen das Effizienteste, was man als Algorithmus eigentlich bekommen kann. Und wenn man den Determinisierungsalgorithmus anwendet, dann sieht man, da kommt sogar was Interpretierbares, Sinnvolles raus, nämlich ein sogenannter Präfixbaum. Da werden einfach alle Pfade, die den gleichen Anfang haben, zu einem Knoten zusammengefasst. Also ich habe jetzt nur noch einen Knoten für alle Pfade, die mit A beginnen, einen für alle, die mit B beginnen. Dann nach dem B verzweigt sich die Pfade, die mit A weitergehen, für Bär, und die mit E weitergehen, für Bad, Beer und Beat und so weiter. Dieser Automat ist wesentlich kompakter und vor allem lässt sich jetzt eben sehr, sehr effizient überprüfen, ob ein Wort in der Liste vorkommt oder nicht. Und dann hat sich noch die Frage gestellt, ob das die kompaktest mögliche Darstellung ist oder ob das noch effizienter speichern kann. Und es stellt sich raus, man kann es noch effizienter machen. Wenn man genau hinschaut, gibt es hier nämlich Pfade. Also hier hinten zum Beispiel bei diesem Zustand und diesem Zustand kann ich mit genau den gleichen Zeichen, nämlich R und T, ein Wort akzeptieren. Das steht also praktisch für alle Wörter, die auf R oder T enden. Hier habe ich mehrere Zustände für Wörter, die auf R enden. Hier habe ich zum Beispiel, den kann ich jetzt nicht nehmen, aber also diese drei, vier Zustände, alles für Wörter, die mit E enden, könnte ich auch zu einem zusammenfassen. Es gibt sogar einen sehr einfachen Algorithmus, der das macht, beziehungsweise einen Trick. Nämlich, man lässt den Determinisierungsalgorithmus einmal von hinten laufen, von rechts nach links sozusagen. Dann ist sozusagen rückwärts determinisiert. Und dann nochmal von vorne, von links nach rechts. Und es ist bewiesen worden, dass man damit tatsächlich einen minimalen Automaten bekommt. Also das ist die kompakteste mögliche Darstellung dieser Wortliste als endlicher Automat. Gut. Und das ist genau das, also das ist wieder ein Beispiel, warum endliche Automaten und Transduktoren für die Computermorphologie geeignet sind. Sie können Wortlisten kompakt speichern und erlauben uns sehr effizient zu überprüfen, ob ein gegebenes Eingabewort in der Liste vorkommt. Jetzt der Sprung zu den Transduktoren. Wie schon gesagt, Automaten haben eine sehr eingeschränkte Möglichkeit, die können nämlich nur überprüfen, die können Eingaben akzeptieren oder nicht akzeptieren. Also die machen nur die Überprüfung, ob die Eingabe okay ist. Wir brauchen hier aber was ganz anderes, nämlich eine Zeichenkettentransformation. Wir wollen aus der Eingabe auch eine Ausgabezeichenkette produzieren. Und das machen Transduktoren, indem sie eben jedes Mal, wenn sie einen Übergang machen, wenn sie ein Eingabezeichen akzeptieren, nicht nur einen anderen Zustand wechseln, sondern zugleich auch ein Ausgabezeichen ausgeben. Hier nochmal das Beispiel der Tierübersetzer, der von Deutschen zu Englischen, von Englischen auf Deutsche zu deutschen Katzen übersetzt. Wenn wir zum Beispiel diese Eingabe bekommen,
dann wird dieser Transduktor genau wie ein endlicher Automat auf die Eingabe angewendet. Der jeweils das linke Zeichen an einem Label ist das Eingabezeichen. Also von Anfangsstartzustand 0 kann ich nur ein M akzeptieren. Die Eingabe muss mit M beginnen, was sie hier auch tut. Dadurch wechselt der Transduktor in Zustand 1, verfolgt das Label und gibt das nach dem Pfeil im Label geschriebene Zeichen aus. Also wird hier unten in rot dargestellt ein M ausgegeben. In Zustand 1 kann ein E als Eingabe akzeptiert werden. Das ist das E hier. Und dabei wird ein I ausgegeben. Ich kann jetzt noch weitere Es akzeptieren durch die Schleife, die jeweils die Ausgabe I erzeugen. Er könnte natürlich hier habe ich einen Übergang mit dem Epsilon als Eingabe. Das entspricht diesen Epsilon-Transitionen beim endlichen Automaten. Das heißt, diesen Übergang kann ich immer machen, unabhängig davon, was gerade in der Eingabe erscheint. Wir haben hier also nicht Determinismus. Ich kann jedes Mal entscheiden, wenn ein E vorliegt, lese ich das E ein mit einer Schleife oder springe ich weiter mit der Epsilon-Transition. Aber wie wir hier schon sehen, das würde ja dann nicht weiterführen, weil danach ein O kommen muss. Deswegen entscheiden wir uns nicht deterministisch jetzt immer für den richtigen Weg, nämlich die Schleife zu gehen. Bis wir alle Es verarbeitet haben, jetzt bleibt nur noch dieser Epsilon-Übergang. So, und da ist ein wesentlicher Unterschied zwischen den Transduktoren und den Automaten. Das ist eigentlich der ganze Unterschied, das, was die Transduktoren so etwas anderes macht als die endlichen Automaten. Es gibt nicht einfach Epsilon-Übergänge, sondern es gibt drei Arten von Epsilon-Übergängen. Der echte Epsilon-Übergang ist einer, der sich weder auf Eingabe noch auf Ausgabe auswirkt. Das ist genau das, was beim endlichen Automaten passiert. Wenn Sie eine Epsilon-Transition haben, einen Epsilon-Übergang, dann gehen Sie einfach mal einen Zustand in den anderen und es wirkt sich überhaupt nicht auf die Eingabe oder das Ergebnis des Automaten aus. Also es führt zu keiner Aktion. So ein Epsilon-Paar in einem Finite State Transducer, in einem FST, hat genau denselben Effekt. Sie können es jederzeit machen, es wird keine Eingabe eingelesen, es wird auch keine Ausgabe generiert. Was wir hier haben, ist aber was in der Eingabe in Epsilon hat, also jederzeit, der Übergang kann jederzeit durchgeführt werden, es wirkt sich aber auf die Ausgabe aus, es wird nämlich ein Zeichen A in die Ausgabe eingefügt. Deswegen nennt man sowas auch eine Insertion, das ist eine Einfügungsoperation. Auf die Weise kann ich eine Ausgabe erzeugen, die länger ist als die Eingabe, indem ich zusätzliche Zeichen einfüge. Und dann gab es noch die andere, die nachher gleich vorkommt. Ich kann auch ein Label haben, ein Paar, bei dem nur in der Ausgabe ein Epsilon steht. Diesen Übergang kann ich nicht zu beliebigen Momenten nehmen, sondern nur dann, wenn in der Eingabe auch ein W ist und muss dabei dieses Eingabe-W verarbeiten. Aber er erzeugt keine Ausgabe. Das heißt, effektiv wird das W in der Eingabe einfach gelöscht. Es wird nicht ersetzt durch ein anderes Zeichen, sondern gelöscht. Deswegen nennt man sowas auch eine Deletion. Also eine Löschung. Also was ein Transducer, was ein FST macht, ist jedes Eingabezeichen, soweit die Eingabe akzeptiert, entweder mit dem normalen Paar-Label durch ein anderes Zeichen ersetzen. Da, wo es nicht verändert werden soll, wo es unverändert übernommen werden soll, ist es formal eine Ersetzung von dem Eingabezeichen durch sich selbst. Also diese, man nennt sowas auch Default Pair, die Ersetzung N zu M, das entspricht dem, dass ich das Eingabezeichen unverändert übernehme. Dann gibt es diese echten Ersetzungen. Hier habe ich eine Einfügung und gleich kommen wir noch zur Löschung. So, wir sind hier, es kommt das erwartete O, das in U übersetzt wird. Jetzt kann ich ein W einlesen. Das wird durch so eine Deletion gelöscht. Das heißt, es wird einfach eine leere Ausgabe erzeugt. So, an der Stelle wären wir im Endzustand, aber wie beim endlichen Automaten verarbeitet ein FST immer die ganze Eingabe. Das heißt, wir stoppen hier nicht, sondern der FST läuft weiter. Er liest nochmal ein O ein, ersetzt das zu U, liest ein B ein, das gelöscht wird, liest nochmal ein O ein. Und wenn die Eingabe jetzt hier zu Ende wäre, wenn das letzte B fehlen würde, dann würde nicht diese bisher erzeugte Ausgabe generiert, sondern gar nichts. Also die Konvention ist, wie beim endlichen Automaten,
oder die Konvention ist, nur wenn die Eingabe vollständig akzeptiert wird, wird auch eine Ausgabe generiert. Sonst bricht er einfach während der Verarbeitung ab und verwirft die Ausgabe, die schon angesammelt wurde. Aber wir haben ja noch das W, und damit habe ich im letzten Schritt die Eingabe komplett verarbeitet, den Endzustand erreicht und damit wird eine Ausgabe generiert. So, wir haben jetzt eigentlich schon eine Ausgabe generiert, nämlich eben diese jeweiligen Ersetzungen, Einfügungen und Löschungen. Aber das ist nicht die Ausgabe, die wir eigentlich haben wollen. Miau mit leeren Strings dazwischen, mit Epsilon. Das heißt, im letzten Schritt für die Anwendung wollen wir natürlich noch das zu dem eigentlichen Ausgabezeichenkette zusammenfügen, was nur bedeutet, dass diese ganzen Epsilon-Ausgaben weggelassen werden und die restlichen Zeichen aneinander gehängt. Und was ich Ihnen mit dem vor allem nochmal nahebringen wollte, ist, dass es jetzt drei Sichtweisen gibt, was ein FST eigentlich macht. Formal gesehen, wenn wir sagen, FST ist nur eine spezielle Art von endlichen Automaten, der als Label an den Kanten nicht einfach Zeichen hat, sondern Zeichen, ein Ausgabezeichenpaare, dann macht er genau das hier, nämlich ein sogenanntes Alignment. Also es wird eine zeichenweise Beziehung zwischen dem Eingabewort und dem Ausgabewort hergestellt. Das sagt auch mehr aus, als das von Miau in Miau übersetzt wird. Es sagt auch aus, wie übersetzt wird, nämlich dass die E's dem I's entsprechen, dass das A eingefügt wurde, dass das O durch U ersetzt wird und das W gelöscht wurde. Sie könnten einen anderen FST bauen, der jeweils das O löscht und dann das W durch ein U ersetzt. Oder Sie können einen bauen, der O und W löscht und dann ein U einfügt, also mit zwei Deletions und einer Insertion. Die haben alle die gleiche, generieren alle die gleiche Ausgabe, sind aber unterschiedliche FSTs und erzeugen auch unterschiedliche Alignments, also unterschiedliche Zusammenhänge zwischen einer Ausgabe. So, und das ist genau die Sichtweise, die uns für die Anwendung meistens gar nicht interessiert. Was wir eigentlich wollen, ist die Abbildung von der Eingabe zur Ausgabe, also eine Funktion, dass der FST wie eine Funktion auf eine Eingabe angewendet wird und die Ausgabe liefert. Mathematisch gesehen ist es aber nur dann eine Funktion, wenn der FST deterministisch ist in einem gewissen Sinn, dass er also zu jeder Eingabe maximal eine Ausgabe erzeugen kann. Bei Nichtdeterminismus kann ich auch mehrere Ausgaben bekommen, dann ist es keine Funktion mehr. Deswegen ist das allgemeine Interpretation oder das Allgemeinere, dass der FST eine Relation beschreibt, die einfach Zusammenhang zwischen dem Eingabe- und Ausgabezeichenketten darstellt, was man so als Paare darstellen kann und üblicherweise darstellt. Es werden also einfach Assoziationen zwischen Eingabe und Ausgabe erzeugt. In diesen Paaren kann jede Eingabe mehrfach vorkommen mit verschiedenen Ausgaben oder auch Ausgaben mehrfach mit verschiedenen Eingaben vorkommen. Das ist also beides dann erlaubt. Und das ist genau das, was wir ja für die Computermorphologie wollen, dass die Eingabe dann das grammatische Wort und die Ausgabe die Oberflächenform oder umgekehrt. So. Und jetzt nochmal, weil das wahrscheinlich am schwierigsten zu erinnern ist, das war vor 2 Wochen dann relativ viel, sehr kompakt dargestellt. Die wichtigsten Eigenschaften von Transduktoren, die haben auch wieder gewisse Abgeschlossenheitseigenschaften. Allerdings gab es da eine Einschränkung, dass sie unter der Schnittmengenbildung nur sozusagen in einer ganz speziellen Weise abgeschlossen sind, die nicht unserer Intuition entspricht. Aber da wollen wir jetzt gar nicht drauf zurückkommen. Das hat dann damit zu tun, dass FSTs tatsächlich komplexer sind als endliche Automaten. Sie sind in der einen Sichtweise zwar endliche Automaten mit Paaren, Zeichenpaaren als Label, aber die Operationen, die sie durchführen, diese Relationen, die sie beschreiben können, die ist komplexer und dadurch werden auch diese Abgeschlossenheitseigenschaften schwächer. Die für uns wichtigen Eigenschaften sind aber erstens, dass wir die Umkehrabbildung bilden können durch Inversion des Automaten, durch Invertieren des Automaten. Das war völlig trivial. Wir brauchen gar nichts am Automaten ändern. Das Einzige, an dem FST ändern, das Einzige, was wir tun, ist, das Ein- und Ausgabezeichen zu vertauschen. Also, wenn ich da E nach I habe im Originalautomaten, mache ich einfach ein I nach E draus. Aus einer Insertion wird eine Deletion. Aus einer Deletion wird umgekehrt eine Insertion durch dieses Vertauschen. Und dann habe ich, was völlig offensichtlich ist, einen endlichen Transduktor, der
die Umkehrabbildung macht, also die Ausgabe des ursprünglichen nimmt und dann die Eingabe daraus wieder herstellt. Umkehrabbildung ist auch wieder nur bei gewisser Eindeutigkeit definiert. Was wir tatsächlich haben, ist, die Relation wird umgekehrt. Es werden einfach die Ein- und Ausgabewörter in den Wortpaaren vertauscht. So, also diese Umkehrabbildung, die sich so einfach implementieren lässt, ist der Grund dafür, warum wir zu einer Analyse automatisch auch die morphologische Generierung dazu gewinnen. Etwas anderes, was sich als sehr praktisch erweist, ist, dass man sehr leicht herausfinden kann, welche Eingaben ein Automat, ein FST, akzeptiert und auch welche Ausgaben er generieren kann. Also wenn Sie denn jetzt nicht verstehen, wenn Sie einfach nur diesen FST bekommen und nicht die Logik dahinter verstehen, dann ist erstmal völlig unklar, welche Eingaben der akzeptiert und auch welche Ausgaben er generieren wird. Wenn Sie alle Ausgaben kennenlernen wollen, müssen Sie im Prinzip alle möglichen Eingaben erzeugen und dann ausprobieren, was da alles rauskommt. Das geht aber Ihnen viel leichter, wenn wir jetzt nochmal diesen FST als Beispiel nehmen, können Sie die Eingabesprache ganz leicht bestimmen, denn das sind ja alle Wörter, die der FST akzeptiert. Das heißt, er muss für jedes Eingabezeichen einen gültigen Übergang haben, bei dem das Eingabezeichen als linkes Element des Paars vorkommt. Das heißt, wenn ich bei diesen Labelpaaren einfach immer das rechte Zeichen weglasse, also M nach M auf M reduziere, E nach I auf das E, Epsilon nach A auf Epsilon, W nach Epsilon auf das W, dann habe ich einen endlichen Automaten, der genau das Wort akzeptiert, wenn es der FST akzeptiert und übersetzen kann. Und mit derselben Logik, jedes Wort, das der als Ausgabe generieren kann, muss irgendeinem Pfad durch diesen FST entsprechen. Und jeden dieser Pfade kann ich natürlich mit der geeigneten Eingabe machen. Also ein Pfad entspricht einem bestimmten Eingabewort. Für jeden Pfad gibt es ein passendes Eingabewort. Das heißt, wenn ich einfach alle Pfade anschaue und schaue, was die produzieren, also was rechts in den Paaren steht, dann bekomme ich auch alle möglichen Ausgabewörter. Das heißt, wenn ich in jedem Paar das Eingabezeichen weglasse, dann kriege ich einen endlichen Automaten, der genau die Ausgabesprache beschreibt. Und Sie sehen also, diese eigentlich sehr komplexen Operationen, Umkehrabbildung, Eingabesprache bestimmen, sind fast trivial, lassen sich ganz leicht in diesen FSTs konstruieren. Das ist ein Grund, warum die so furchtbar praktisch sind. So. Und die letzte Eigenschaft, die sich als wichtig erweisen wird, ist die Komposition von endlichen Automaten. Wenn ich zwei Automaten habe mit geeigneten Alphabeten, also ein Automat, ein FST T1, der vom Alphabet Sigma in Alphabet Gamma abbildet, und ein Automat FST T2, der von Alphabet Gamma zum Alphabet Delta abbildet, oder typischerweise wären wahrscheinlich alle drei das gleiche Alphabet Sigma, dann kann ich die hintereinander ausführen. Denn T1 erzeugt als Ausgabe ja ein Wort aus Gamma Stern. Das kann als Eingabe für T2 dienen. Diese Hintereinanderausführung von T1 und T2, also ich wende erst T1 auf eine Eingabe an und dann T2, entspricht der Verkettung von den beiden Abbildungen. Wenn ich die FSTs als Abbildung deute, ist es die Verkettung der Abbildung. Man kann auch von einer Kaskade sprechen, also Hintereinanderausführung mehrerer Transformationen durch diese Transstrukturen. So, da war mein Beispiel, das wir jetzt nicht mehr diskutieren müssen. Nicht mehr im Einzelnen nachvollziehen müssen. Wenn es Ihnen nicht mehr ganz klar ist, können Sie nochmal versuchen nachzuvollziehen, welche Pfade er genau nimmt, um es zu machen. Also zum Beispiel die Eingabe ABBA. Wenn ich T1 darauf anwende, dann gibt es zwei Pfade, mit denen das akzeptiert werden kann und erzeugt dadurch die Ausgaben ABBA und BBBA. Bei der Kaskadierung der beiden FSTs wird jetzt T2 auf die beiden Ausgaben von T1 angewendet. Also einmal auf ABBA, einmal auf BBBA und dann werden sämtliche Ausgaben, die T2 daraus produziert, wieder aufgesammelt. Da kommen dann diese beiden Wörter raus. So. Gut, das ist jetzt trivial. Sie können natürlich mit jedem Programm die hintereinander ausführen. Das Tolle war, dass sich diese Kaskadierung von Transduktoren selbst wieder als Transduktor, als FST darstellen kann. Es gibt dafür auch einen Algorithmus, den wir im Sommersemester nochmal anschauen. Also man kann jetzt einen FST basteln, der dann so aussieht,
der genau, der direkt die Verkettung der beiden Abbildungsschritte durchführt. Diese Eigenschaft erlaubt uns die Modularisierung in der Computermorphologie in einer gewissen Weise, dass wir, wie wir nachher sehen werden, bestimmte Aufgaben in einzelne aufeinanderfolgende Schritte zerlegen können. Wenn wir jeden dieser Schritte als FST programmieren, dann brauchen wir nachher nur noch die aneinanderhängen, also die Verkettung der FSTs berechnen und haben damit die ganze Operation als einen einzigen FST. Das ist viel effizienter, als wenn ich jetzt nachher 10 separate FSTs hätte und die nacheinander ausführen müssen, jeweils die Zwischenergebnisse aufsammeln, wieder in den nächsten einfüttern und so weiter. Also diese Verkettung von Kompositionen, von Final State Transducers und von FSTs, die ist auch ganz entscheidend dafür, dass wir es erfolgreich in der Computermorphologie einsetzen können. So. Das ist das Ende dieses kleinen Exkurses. Ich hoffe, es ist jetzt wieder alles richtig parat. Und Sie ahnen ja jetzt schon, welche Eigenschaften wir uns zunutze machen werden. Dafür nehmen wir jetzt auch ein ganz einfaches Beispiel. Ich weiß, es ist mit der Zeit langweilig, aber die englischen Substantive sind eben ein schön übersichtliches Beispiel für Flexionsmorphologie. Schön ist vor allem, dass es eine regelmäßige Pluralendung gibt. Also im Regelfall wird der englische Plural durch Anhängen des Morphems S, des Suffixes S, gebildet. Also aus Car wird Cars, aus Book wird Books, aus Computer Computers. So, wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, dass es da ein paar Ausnahmen gibt. Eine wichtige Ausnahme ist, dass nach Zischlauten die sogenannte E-Epenthese vorgenommen wird. Es wird so ein schwacher Laut I, der I ausgesprochen und eingeführt. Aus Fox wird Foxes, aus Glas Glases, aus Dish Dishes, weil es sonst einfach zu schwer auszusprechen und zu verstehen wäre. Das heißt, eigentlich, wenn Sie eine morphologische Beschreibung anschauen, gerade solche Regelmäßigkeiten wie E-Epenthese, ist es eigentlich was, was auf einer phonologischen Ebene beschrieben wird. Es geht hier eigentlich um die Laute und bestimmte Lautkombinationen, die diese Anpassung erfordern. Meistens ist eine Computermorphologie aber auf der orthografischen Ebene für geschriebene Texte implementiert. Das heißt, hier interessiert uns nicht, wie das ausgesprochen wird, sondern nur, was wir in der Orthografie einfügen müssen. Wenn das selbstverständlich wäre, dass Fox im Plural Foxes ausgesprochen wird, aber trotzdem einfach so geschrieben wird, wäre durchaus auch denkbar. Es gibt ja oft Sprachen, die so gewisse Aussprachekonventionen haben. Dann würden wir das als regelmäßige Pluralbildung sehen und mit dieser allgemeinen Regel behandeln können. Also uns interessiert wirklich nur das, was in der Orthographie sich abbildet. Das war so eine wichtige Regelmäßigkeit. Und dann gibt es natürlich noch eine ganze Reihe von unregelmäßigen Formen. Also Plural von Maus ist Mais, Man, Men, Woman, Women, Fish. Es gibt auch ein paar Wörter, die im Singular Plural dieselbe Form haben wie Fisch und so weiter. Das sehen Sie auch nochmal im Überblick, was die Computermorphologie eigentlich so algorithmisch leisten muss. Das ist eine rein konkatenative Morphologie. Rein konkatenativ, das heißt, es wird einfach an den Stamm eine Flexionsendung angehängt. Es gibt aber Fälle, wo ich sogenannte Allomorphie habe, das heißt, das Pluralmorphem wird nicht immer als S wiedergegeben, sondern manchmal auch GS. An bestimmte Stämme muss ich dieses Allomorph ES anhängen. Hier ist es so, dass ich gar nicht eine Liste von solchen Stämmen machen muss als Sonderfälle, sondern es vorhersagen kann, nämlich immer dann, wenn der Stamm auf dem Zischlaut endet, weiß ich, dass ich dieses Allomorph ES anhänge. Und zum anderen muss die Computermorphologie in der Lage sein, Sonderfälle als unregelmäßige Formen zu behandeln. Das heißt, hier gibt es keine Regelmäßigkeit, das kann ich nicht irgendwie in dieses Schema pressen. Es muss also immer möglich sein, Ausnahmefälle aufzuführen und die dann mit zu integrieren in den Transduktor zum Schluss. So, wissen Sie zufällig noch ein paar weitere Besonderheiten, die englische Pluralbildung hat? Ich nehme an, dass alle viele Jahre Englisch in der Schule hatten. Ich hatte auch viele Jahre Englisch in der Schule. Ich bin immer wieder überrascht, wie wenig ich über die englische Pluralbildung weiß. Also ich mache es meistens richtig, aber ich könnte jetzt nicht so spontan, also jetzt kann ich es, weil ich noch auf Wikipedia nachgelesen habe,
Aber ich hätte nicht spontan aufzählen können, was es da alles für Ausnahmen gibt, wann eben nicht einfach nur ein S anzuhängen ist. Weiß jemand doch mal irgendein? Wenn das auf Y endet. Genau, also wenn der Stamm auf Y endet, zufällig die ich als nächstes da habe, das Paar trifft sich gut. Wenn ein Stamm auf Y endet, dann wird aus dem Y ein I, beziehungsweise das Y wird gelöscht und dann wird IES angehängt. Also einerseits dieses Allomorph ES, aber zugleich dann auch die Übersetzung von Y in I. Das gilt aber nicht immer. Das gilt nur dann, wenn das Y nach einem Konsonanten steht. Also Boy zum Beispiel, da wird es eben nicht in IES. Wenn Sie sich die Aussprache überlegen, auf der Aussprache, auf der phonologischen Ebene ist das völlig regelmäßig. Da wird einfach ein S-Laut angehängt, Party, Parties, Boy, Boys. Das ist also reine orthografische Konvention, dass es hier anders geschrieben wird. Ich weiß auch nicht genau, wie das zustande kam. Eigentlich gibt es auch keinen direkt ersichtbaren Grund. Wenn ich hier ein S anhängen würde, würde ich es eigentlich auch Parties aussprechen wollen. Da wir alle eben eine schriftsprachliche Morphologie machen wollen, müssen wir solche Sachen auch modellieren. Weiß jemand noch irgendwas anderes zufällig? Wie gesagt, es gibt da ziemlich viele Besonderheiten noch. Eine Sache, die man gerne vergisst, ist, dass im Regelfall, wenn ein Stamm auf O endet, auch das ES-Allomorph verwendet wird. Ist wieder nicht phonologisch, rein orthografisch, also Plural von Hero ist Heroes, aber eben mit einem E dazwischen geschrieben, Potato, Potatoes und so weiter. Unglücklicherweise gilt das nicht immer. Bei bestimmten Stämmen, zum Beispiel Piano oder auch Zero, also Plural von Zero, ist Zeros ohne ein eingeschobenes E. Sehen, das könnte was damit zu tun haben, dass es Fremdwörter, Piano, Zeros sind Fremdwörter aus dem Lateinischen, könnte vielleicht da Hero anders als, glaube ich, aber auch. Könnte damit was zu tun haben, aber letztlich ist es eine gewisse Unregelmäßigkeit. Das ist was, mit dem wir uns heute nicht beschäftigen werden. Also wenn Sie tatsächlich mal eine Computermorphologie implementieren müssen, müssen Sie natürlich auch mit sowas umgehen können, dass es eigentlich eine Regelmäßigkeit gibt, Stamm auf O, verwendet ES-Allomorph, aber dass die bei bestimmten Ausnahmen wieder überschrieben wird. Also das ist was, was man oft braucht, dass man Regeln formuliert, die dann aber wieder für Ausnahmefälle aufheben kann. So, haben wir noch was anderes? Ah ja, auch wieder so eine Sache, die oft, aber nicht immer gilt, wenn ein Stamm auf F endet, dann wird dieses F zu einem V, also auf das K wird Ks. Das ist jetzt auch phonologisch eine Veränderung. Das gilt meistens nach langen Vokalen, also knife, calf, nicht aber nach kurzen, die dann meistens durch ein Doppel-F gekennzeichnet sind, also cliff, da heißt cliffs. Also das hat wahrscheinlich phonologische Ursachen, dass sich die Orthographie widerspiegelt, müssen wir es aber auch modellieren. Hier gibt es leider wieder Ausnahmen, auch beim langen Vokal, proof zum Beispiel, da ist der Plural proofs und nicht proofs, und deswegen müssen wir es hier als Ausnahme. Auch da ist also, nach dem, was Wikipedia zu sagen hätte, das ist übrigens die Quelle, wenn Sie noch mehr darüber erfahren wollen, nach dem, was Wikipedia zu sagen hat, gibt es hier kein erkennbares Muster. Es sind einfach bestimmte Stämme, die nicht nach diesem regelmäßigen Muster gehen. Was es noch gibt, nur um zu zeigen, was wir alles vergessen haben und was wir heute nicht modellieren. Plural von Quiz ist Quizzes, aber das Z am Wortende wird verdoppelt, weil man sonst wahrscheinlich Quizzes aussprechen würde. Das ist halt auch so ein Sonderfall, den man berücksichtigen muss. Und dann gibt es noch relativ wenige. Es gibt einige Substantive, die auf IS enden im Englischen, die aus dem Lateinischen kommen, Crisis. Und da wird meistens der korrekte lateinische Plural, nämlich Crises, mit langem E gebildet. Das betrifft aber, glaube ich, auch ziemlich viele Wörter, die auf IS enden, könnte man es auch wieder als Regelmäßigkeit modellieren und dann überlegen, ob es Ausnahmen gibt.
Sowas wollen wir jetzt durch FST modellieren. Wie schon gesagt, eine Relation zwischen grammatischen Wort- und Oberflächenform herstellen. Ich hatte gesagt, es ist egal, welche Richtung wir gehen. Die andere Richtung kriegen wir durch Umkehrung. Es stellt sich raus, dass es geschickter ist, ein FST für die morphologische Generierung zu formulieren, also für die Abbildung von grammatischem Wort zu Oberflächenform. Der Grund dafür ist, also es ist einfach leichter zu beschreiben. Wenn Sie es mal probieren würden, ein Programm zu schreiben, das die Oberflächenform nimmt und daraus ableitet, was das grammatische Wort ist, werden Sie feststellen, dass es dann, also wenn Sie praktisch Buchstabe für Buchstabe durchgehen und dann entscheiden müssen, was kommt denn jetzt in Frage, kriegen Sie sehr komplizierte Programme. Andererseits die Generierung, das ist ja eine Frage dieser Flexionsparadigmen, eigentlich solche Tabellen beschreiben, das ist viel leichter zu machen. Und vor allem ist sie weitgehend deterministisch. Wir schreiben also im Prinzip eine deterministische Funktion. Zu jedem grammatischen Wort gibt es im Regelfall auch nur eine korrekte Oberflächenform. Hier habe ich mal eine Ausnahme genannt. Das ist auch absolut hässlich im Deutschen. Männliche Substantive können im Dativ Singular, also Hund, hat als Dativ Singular modern eigentlich die Form dem Hund. Aber es gibt auch die etwas archaische Form auf E, dem Hunde. Die meisten Morphologien, sie finden sowas in Wörterbüchern, sie finden es auch noch in manchen Texten gelegentlich, vor allem so in literarischen Texten. Und deswegen wird es auch von Morphologien akzeptiert. Und dadurch kriegt man eine ganz üble Ambiguität rein, auch Ambiguität zwischen verschiedenen Wörtern. Wenn Sie zum Beispiel Lemmatisierer bauen, einfache Lemmatisierer, also eine Zwecke, Sie kennen ja Reichszwecken, man kann auch einfach nur Zwecke sagen, das ist zumindest im Bayerischen üblich, laut Duden. Wenn Sie das lemmatisieren, würden Sie eigentlich denken, naja, Reichszwecke kann nur eine Reichszwecke sein, aber der Lemmatisierer sagt Ihnen, es kann entweder Zweck oder Zwecke sein. Da wäre es halt diese komische Dativform, dem Zwecke. Also das erzeugt sehr unangenehme Ambiguitäten. Gut, aber sonst ist es fast immer deterministisch. Die Analyse bekommen wir dann durch Invertieren geschenkt. So. Die Grundidee wäre jetzt ja mal, wir haben im Deutschen eine konkatenative Morphologie im Wesentlichen, im Englischen auch, das, was wir uns jetzt als Beispiel ja anschauen. Das heißt, wir müssen einfach, wir haben, wenn wir als grammatisches Wort den Stamm haben, plus irgendwelche grammatischen Markierungen, morphosyntaktische Merkmale, dann ersetzen wir eben, der Stamm bleibt im Regelfall erhalten. Da haben wir solche Default-Übersetzungen vom FST. Und diese Merkmale, die werden einfach in die passenden Suffixe übertragen. Also zum Beispiel für K im Plural, die Zeichen des Stammes, die Buchstaben werden einfach unverändert übernommen. Dass es ein Substantiv ist, ist nicht morphologisch markiert. Das weiß man einfach, dass der Stamm K ein Substantiv ist. Das heißt, dieses plus N, dieses Symbol wird gelöscht, dieses Merkmal. Also wird nicht realisiert in der Oberflächenform durch so eine Deletion. Und Plural wird durch das Pluralmorphem S ausgedrückt, wird also in ein S übersetzt. Und wenn ich das dann aneinander hänge, dann kriege ich, ich habe hier diesen Bindestrich davor, um zu erinnern, dass es ein Suffix ist, aber die Ersetzung wäre natürlich eigentlich nur in das S. Und wenn ich das dann aneinander hänge, ist die Ausgabe wie gewünscht Ks. So, da diese grammatischen Merkmale ja eigentlich Eingabesymbole sind, eine symbolische Bedeutung haben, sehen wir die auch als spezielle Zeichen. Also das Eingabealphabet enthält nicht nur die Buchstaben A bis Z, sondern auch alle grammatischen Merkmale, also plus N, Substantivmarkierung, plus Singular, plus Plural und so weiter. Sie könnten natürlich auch einen FST schreiben, der einfach plus und die Buchstaben hat und dann die Sequenz plus N löscht und plus BL in S überträgt. Aber das ist natürlich viel komplizierter als Algorithmus. Es ist viel natürlicher, wenn ich sage, das ist ein Symbol und es kann dann auch als Kantenlabel auftreten. Ja, denken Sie auch dran, erinnern Sie sich immer, ein formaler endlicher Automat oder FST kann als Label immer nur ein Zeichen nehmen. Also ich habe ein Eingabezeichen, ein Ausgabezeichen. Er kann nicht eine Eingabe von drei aufeinanderfolgenden Zeichen mit einer Transition lesen und er kann auch nicht mehrere Zeichen ausgeben. Wenn Sie das brauchen, müssen Sie Zwischenzustände im Automaten oder im FST einführen. Manchmal
werden wir uns das sparen und als Kurznotation eine längere Zeichenkette auf so eine Kante schreiben. Sie denkt sehr, wenn wir dran formal sind es mehrere Kanten, die in Folge durchlaufen werden. Und das ist natürlich praktisch, wenn diese morphosyntaktischen Merkmale jeweils einem Zeichen entsprechen, dann kann ich sie auch direkt in einer Kante verwenden. Also ein FST, der diese Ersetzung durchnimmt, kann die Pluralform von K bilden. Das würde als FST so aussehen. Wir machen jetzt immer ein FST, der eben Singular und Plural, also die beiden Formen, die ein englisches Substantiv haben kann, bilden kann. Der Stamm bleibt immer unverändert. Deswegen habe ich, das ist ja auch so eine Kurznotation von Default Pair. Also die Übersetzung, vorher hatten wir M, wird wieder zu M, bleibt ein M. Die schreibt man oft kurz wie beim endlichen Automaten als Label. Also einfach nur ein M hin, damit ist immer dieses Default-Pair, eine unveränderte Form des Übernehmen gemeint. Das macht das Ganze schon viel leserlicher. Also CAR werden unverändert übernommen und dann gibt es einfach zwei Pfade. Im Singular werden beide morphologischen Markierungen gelöscht, denn da wird ja nichts angehängt. Im Plural wird das die Pluralmarkierung durch das Pluralmorphem S, durch das Zeichen S ersetzt und damit habe ich ein FST, der genau die beiden grammatischen Wörter für K, Plural und Singular, als Eingabe nimmt und die korrekte Oberflächenform K oder Ks als Ausgabe bildet. So, das heißt, dieser Ansatz mit Morphologie, mit FSTs zu modellieren, ist gut für konkatenative Morphologie erstmal geeignet. Jetzt, so rein konkatenativ ist selten, aber wir können natürlich auch Suffix-Allomorphie gut behandeln. Also wenn ich jetzt dasselbe für den Stamm Fox mache, dann muss ich natürlich hier als Pluralmorphem das Allomorphie S einfügen. Auch das lässt sich leicht als Automat formulieren. Ich habe hier diese Kurznotation gemacht, die ich vorher bemängelt habe. Also eigentlich brauche ich hier zwei Kanten. Ich könnte zum Beispiel Plural durch E ersetzen und dann mit dem Insertion-Pair nochmal das zusätzliche S einfügen. Stammallomorphie kann ich auch ähnlich behandeln. Das ist jetzt nochmal ein anderes Problem, weil ich hier natürlich nicht nur an den morphosyntaktischen Merkmalen Ersetzung machen muss und in dem Fall den Stamm nicht unverändert übernehmen kann. Und dadurch kriege ich, also SK werden unverändert, aber das Y muss im Plural zu einem I werden. Und dann wird das übliche ES angehängt. Das heißt, hier müssen sich die beiden Pfade eben nicht nach dem kompletten Stamm, sondern schon beim letzten Zeichen des Stammes auftrennen. Also hier habe ich wieder Nicht-Determinismus und letztlich entscheidet dann die Singular- oder Pluralmarkierung am Ende, welcher der Pfade tatsächlich genommen werden kann, erfolgreich durchlaufen werden kann und da entsprechend Y oder I ausgibt. Aber der Grund, warum hier statt Pfeilchen manchmal Doppelpunkte stehen, ist, dass die Software, mit der ich diese Graphen erzeugt habe, keine Pfeile als Label erlaubt und mit Doppelpunkten besser funktioniert. So. Soweit so gut. Wenn wir das jetzt ein bisschen realistischer machen, zum Beispiel mal nur für 11 Substantive, also ich habe jetzt für jeden Stamm einen eigenen FST gebaut. Das kann ich jetzt für mehr machen, hier zum Beispiel diese 11 Substantive, die auch schon einige von den Sonderfällen, die wir da hatten, illustrieren. Dann will ich das natürlich in einen FST kombinieren. Das kann ich auch machen. Das ist ja sozusagen eine Disjunktion von den ganzen FSTs. Selbst wenn man einen Minimierungsalgorithmus anwendet, kommt so ein Ding raus. Also dafür, dass es nur 11 Wörter unterstützt, finde ich das schon ganz schön unübersichtlich, nicht wahr? Sehen Sie, was hier grundlegend falsch läuft? Im Prinzip ist das ja eigentlich nur eine Vollform-Wortliste. Wir haben jetzt eigentlich für jeden Stamm einfach die beiden Formen, Plural- und Singularform, aufgeführt und das Ganze in FST übersetzt und zusammengepackt. Also so wie wir eine Wortliste im FSA einfach alle Formen auflisten. Und das bedeutet, wir haben mit dem FST nicht viel gewonnen. Wir könnten ganz genauso gut eine Wortliste aller englischen Substantiven Plural und Singular machen, einen Stamm dazu schreiben. Und dann, wie Sie im nächsten Semester lernen wollen, mit einer Hash-Tabelle, mit einem Python-Dictionary, ziemlich schnell das nachschauen können. Also das ist kein guter Ansatz, das ist einfach wirklich nur Auflisten von sehr, sehr vielen Wörtern.
So, wir wollen also was schlauer machen. Haben Sie eine Idee, was wir schlauer machen könnten? Also warum ist dieser Ansatz eigentlich ziemlich blöd? Können wir die Worte gruppieren? So wie Woman, Man, Men und Women? Das gleiche Form zu sagen, damit Bushes, also Buses, Bushes, Dishes, das gleiche S sozusagen. Genau, das ist nämlich gut. Also es ist doch so Cat Bar. Ja. Der Schluss von dem FST ist immer der gleiche. Da wird nämlich das S angehängt, die regelmäßige Form. Dann habe ich hier eine Reihe von Stämmen, bei denen dieses S allemal angehängt wird. Und dann noch ein paar Sonderfälle. Also es wäre doch besser, wenn ich jetzt irgendwie die wenigstens gruppieren würde und sozusagen diese Regelmäßigkeit auch abbilden. Ein erster Ansatz könnte so aussehen. Also ich modularisiere das, indem ich ein FST baue, der erstmal hier alle regelmäßigen, also S-Nouns meine ich damit die Stämme, an die dann einfach das Pluralmorphem S angehängt wird. Hier eine Liste von Stämmen, an die ES angehängt wird. Und hier hinten baue ich dann, hier habe ich es jetzt mal öffentlich modelliert, das S mit einer Insertion eingefügt. Und schließlich dann noch die ganzen unregelmäßigen Fälle als separaten FST. Und die kann ich jetzt alle so miteinander kombinieren. Der Vorteil dieser Modularisierung ist, ich habe hier separat an der Stelle eigentlich die Flexionsparadigmen beschrieben und hier habe ich die passenden Stammlisten. Das ist genau das, was im Deutschen dann auch, also hier macht es keinen so großen Unterschied eigentlich. Im Deutschen ist es natürlich ein großer Vorteil, dann muss ich nämlich nur die verschiedenen Flexionsparadigmen jeweils einmal implementieren, wirklich als Transduktor und vorne dann nur noch die passenden Stammlisten eintragen. Und eine Stammliste, das ist ja einfach nur eine Wortliste hier. Also hier habe ich lauter solche Default Pairs, die keine Veränderung machen, sondern Stamm unverändert übernehmen. Das heißt, die kann ich sogar als endliche Automaten. Also eigentlich sind hier minimierte endliche Automaten mit Wortlisten, werden modular eingebaut. Und der Rest vom FST, der die Paradigmen beschreibt, der kann dann unverändert bleiben. Die Ausnahmen, die müssen natürlich dann durch einen kompletten FST, also bei, da gibt es ja keine Regelmäßigkeiten, also Man, Women, Man, Men, Fish, Fish, Sheep, Sheep, was hat man noch, Maus, Mais, da gibt es so viele verschiedene Sachen. Das ist wirklich ein FST, der direkt die Ersetzung macht, ohne nach Regelmäßigkeiten zu suchen. So. Das wäre jetzt mal ganz, eigentlich ganz schön. Das Problem ist, wenn ich die Stammlisten als Automaten mache, dann können sie, wie schon gesagt, nichts verändern, übernehmen die Stämme immer unverändert. Das heißt, die Substantive auf Y, wo ich das Y zum I machen muss, die muss ich dann alle als unregelmäßige Formen behandeln. Das ist jetzt ein Fall bei den englischen Substantiven. Denken Sie mal dran, wir schauen uns hier einen der einfachsten Fälle der Morphologie, der Flexionsmorphologie an. Wirklich wichtig ist so eine gute Modularisierung, vor allem dann, wenn Sie noch eine viel komplexere Morphologie zu beschreiben haben, die nicht so leicht zu übersehen ist. Also das hier ist eine ziemliche Schwachstelle, dass man keine Stammallomorphie mit dem Ansatz behandeln kann. Und was wir jetzt in den restlichen 15 Minuten machen, ist uns ein Ansatz überlegen, der uns erlaubt, erstens mal diese regelmäßigen Allomorphie hier etwas effizienter zu beschreiben, denn eigentlich, also was ich hier noch machen muss, ein Nachteil in diesem Ansatz ist noch, dass ich eine Liste, dass ich alle Substantivstämme in die regelmäßigen, die S nehmen und die auf Zischlaut, die ES nehmen, unterteilen muss. Aber eigentlich sieht man es dem Stamm ja an. Also wenn Sie die Wortliste kriegen, sehen Sie es ja sofort, welche in die und welche in die Kategorie fallen. Also wäre es auch einfacher, ich könnte einfach nur die komplette Stammliste machen und automatisch entscheiden, ob eben ES oder S als Allomorph angehängt werden muss. Und der andere Haken ist eben, dass wir die Sachen, die Stammallomorphie enthalten, jetzt alle als einzelne unregelmäßige Form behandeln müssten und die Regelmäßigkeit, die wir dort eigentlich haben, nicht verwenden können. So, und das ist eben, was wir hier haben, ist ein ganz einfaches, was wir in dieser Modellisierung haben, ist eine ganz einfache konkatenative Morphologie, wo wirklich nur an unveränderbare Stämme allomorphe von Flexionsendungen angehängt werden. Und
Das ist, was wir gerade gemacht haben. So eine andere Möglichkeit, die das Ganze etwas eleganter und flexibler macht, ist, das in zwei Stufen zu machen. Und zwar erstmal überhaupt zu beschreiben, welche grammatischen Wörter gibt es. Also noch stärker zu trennen zwischen dem Lexikonwissen, den Stammlisten und der Übertragung von grammatischen Wörtern in Oberflächenformen. Das macht man so, dass man das Lexikonwissen als einen endlichen Automaten modelliert, der einfach weiß, welche Stämme gibt es, welche Merkmale können die haben und sozusagen alle validen grammatischen Wörter generieren kann. Und dann an einen FST anschließt, der die Übersetzung von dieser von diesem grammatischen Wort, der die syntaktischen Merkmale dann in Flexionsendungen überträgt. Damit wären wir aber immer noch auf der Stufe, dass wir separate Stammlisten brauchen, weil ja dieser FST wissen muss, ob er jetzt ein S oder ein ES anhängen muss. Also ich bräuchte dann irgendwie eine Markierung von dem FSH. So, und um das eleganter zu machen, also hier sind nochmal die Beispiele, Gründe, warum es gibt, zum Beispiel im Deutschen haben wir auch was, dass manche Wörter im Plural ja einen Umlaut bekommen, also zum Beispiel der Plural von Stadt ist nicht Städte, sondern Städte. Das ist unregelmäßig, das ist teilweise einfach Lexikonwissen, bei welchem es stattfindet. Es gibt aber einen regelmäßigen Fall, weibliche Substantive, die auf E, ein Plural auf E oder ER bilden, die haben alle die Umlautung oder grundsätzlich alle die Umlautung. Also auch hier gibt es Regelmäßigkeiten, die man sich zunutze machen könnte, sodass man diese Information nicht im Lexikon eintragen muss. Und wenn Sie überlegen, dass Sie 100.000 Stämme oder so im Lexikon verwalten müssen, ist natürlich gut, wenn Sie so wenig wie möglich Informationen manuell eintragen müssen. So, in der Forschung ist man dann auf die Idee gekommen, dass man das lösen kann, indem man zwischen dieses grammatische Wort, der Ausgangspunkt und der Oberflächenform, dem Endpunkt der Transformation der Generierung, eine Zwischenebene einführt. Und das schauen wir uns jetzt mal gleich im Beispiel an. Also, Aufgabenstellung war aus dem grammatischen Wort Class plus N plus Plural die korrekte Oberflächenform Classes zu bilden. Die Zwischenebene besteht dann in der Zwischenebene werden die grammatischen Markierungen in Morpheme übersetzt, aber sozusagen die reguläre, die regelmäßige Form der Morpheme. Also der Stamm bleibt immer unverändert dabei und es wird einfach das Pluralmorphem als S wiedergegeben. Das ist jetzt im Englischen der Fall, weil ich da wirklich nur das Pluralmorphem S habe. Im Deutschen gibt es verschiedene Varianten, da müsste dann hier noch entsprechend irgendwie im grammatischen Wort irgendwie mitmarkiert sein, was das korrekte Pluralmorphem oder ein Kasusmorphem wäre. So, hier sehen Sie auch, wir stellen die Morpheme jetzt nicht als eigene Symbole dar, dann könnte ich ja genauso plus PL dastehen lassen, sondern tatsächlich als die Zeichenfolge, die ihrer Form entsprechen. Also beim Englischen, beim Deutschen Plural auf ER würde dann hier plus Plural übersetzt werden in die Zeichenfolge E und R. So. Wenn ich das jetzt einfach nur so machen würde, dann könnte ich ja nicht mehr erkennen, was eigentlich die Morpheme sind. Also das Wesentliche, dann wäre ich gleich wieder auf der Oberflächenebene. Also das Wesentliche der Zwischenebene ist, dass ich die Morphemgrenzen kennzeichne, dass ich tatsächlich noch rekonstruieren kann, was ist der Stamm, ist ja auch ein Morphem und was sind dann die Suffixe, die anderen Morphemen, die angehängt werden. Und dazu werden diese Zeichen eingefügt. Also hier das Dach ist eine Morphemgrenze im Wort und dieses Nummernzeichen, Lattenkreuz, ist markiertes Wortende. Das ist jetzt natürlich auch wieder eine reine Konvention, die von bestimmter Software verwendet wird, die ich deswegen übernommen habe. Sie könnten sich da auch beliebige andere Zeichen definieren, um Morphem und Wortgrenzen zu markieren. Aber das Wichtige ist eben, in der Zwischenebene habe ich immer die regelmäßige Form, eine Default-Form der Morpheme und es werden Morphem und Wortgrenzen markiert, damit wir rekonstruieren können, wie sich das zusammensetzt. Genau. Also, der endliche Automat am Anfang, der das Lexikonwissen enthält, der erzeugt diese grammatischen Wörter. Und hier könnte halt noch bei einer Sprache mit einer komplexeren Morphologie eine Markierung sein, welches Flexionsparadigma anzuwenden ist. Also bei deutschen Substantiven zum Beispiel, ob der Plural dann durch Anhängen von E oder von ER gebildet wird, soweit man es nicht irgendwo vorhersagen kann.
Also sozusagen alles, was lexikalische Alternationen sind, muss an der Ebene schon irgendwie bekannt sein. Aber Sachen, die jetzt rein phonologische Ursachen haben und die sich aus Orthographie ableiten lassen, wie diese Ehrenthese, die werden erst auf Ebene der Überführung in die Oberflächenform behandelt. So, und zusätzlich zu dem FSA habe ich jetzt zwei FSTs. Der erste FST macht das, was wir bisher eigentlich hatten, er besetzt einfach diese morphosyntaktischen Merkmale in Morpheme, fügt auch die entsprechenden Grenzmarkierungen ein, sodass wir eben dann in der die Zwischenebene erreichen. Der FST ist einfach, weil er wirklich rein konkatenativ arbeitet. Der ändert ja die Stämme und nicht, macht auch keine Allomorphie, also wird wirklich jedes Mal werden einfach Morpheme ineinander gehängt. Das nennen wir auch lexikalische Abbildung. Und der zweite Schritt ist die sogenannte Oberflächenabbildung. Hier aus dieser Zwischenebene der Folge von Morphemen dann die echte Oberflächenform macht. Und wir sehen, was die machen muss, ist halt hier entscheiden, welches Allomorph des Pluralmorphems ist korrekt in dem Zusammenhang. Und natürlich müssen diese Grenzenmarkierungen noch gelöscht werden. Jetzt schauen wir uns mal an, wie die Abbildung aussieht. Das ist eigentlich schon eine Skizze dafür, wie der FST zu implementieren wäre. Für die lexikalische Abbildung, Stamm wird hier unverändert übernommen. Die Substantivmarkierung wird gelöscht, also hier also die Deletion. Und das Pluralmorphem wird, könnte ich zum Beispiel so machen, dass ich, um es als Morphem zu markieren, generiere das Zweizeichen, nämlich die Morphemgrenze und das zusätzliche und das eigentliche Zeichen S, den Buchstaben S. Und schließlich muss ich dann am Ende noch die Wortende-Markierung einfügen. Also das Wortende kenne ich ja daran, dass hier nichts mehr kommt am grammatischen Wort, also es ist am besten als Einfügeoperation zu realisieren. Also ich brauche eigentlich einen FST, der den Anfang der Buchstaben vom Stamm unverändert übernimmt und dann eine Deletion macht, diese Ersetzung und dann eine Insertion durchführt. Das ist der die lexikalische Abbildung für Plural von Substantiven. Und dann haben wir noch einen zweiten mit der Oberflächenabbildung. Der muss jetzt entscheiden, ob das ES oder ES allomorph verwendet wird. Und dazu ist Kontextwissen erforderlich, nämlich das wesentliche Merkmal ist ja, dass das letzte Zeichen des Stammes ein S ist. Also irgendwie schaut, muss der überprüfen, dass der Stamm auf S endet und in dem Fall kann er dann zum Beispiel einfach die Morphemgrenze durch ein E ersetzen, so ist am leichtesten die Epithese zu realisieren. Das S bleibt grundsätzlich erhalten und schließlich muss noch die Markierung gelöscht werden. Wenn das jetzt nicht der Fall wäre, dann würde die Morphemgrenze auch mit einer Deletion gelöscht, das S direkt übernommen und das Wortende gelöscht. So. Und also der Teil ist ja recht einfach. Jetzt schauen wir uns noch an, wie man eigentlich so ein FST konstruiert, beziehungsweise wie schwierig es ist, so ein FST zu konstruieren. Und jetzt mal nur für diese Ehepenthese nach Zischlauten. Also wir wollen einen FST haben, wir vergessen mal alle die anderen Sonderfälle, sondern wir wollen nur dann, wenn nur dann, wenn der Stamm auf Zischlaut endet. Das ist auch in der Orthographie SZX oder SH und CH, die sollten wir also auch berücksichtigen, die Fälle. Dann allomorph ES bilden und bei allen anderen Stämmen wird einfach das Morphem als S, den allomorph S verwendet. Und wir müssen die beiden Grenzen entfernen. So, ich habe mal diesen FST gebastelt. Schauen wir uns den kurz an. Hier habe ich den Startzustand, da ist erstmal eine Schleife, die beliebige Buchstaben einliest, das ist der Stamm. Also mit dieser Schleife kann ich ja beliebig viele beliebige Buchstaben einlesen, damit kann der Stamm unverändert übernommen werden. In dem Fall haben wir ja, es wird der Stamm unverändert bleibt. Achtung, das ist ja auch wieder eine Kurznotation, wie bei regulären Ausdrücken. Das steht für 26 Übergänge, für 26 Schleifen mit den Labeln A, B, C und so weiter. Also diese Kurznotation ist wirklich nur eine Erleichterung, nicht Teil des eigentlichen FST. Wenn nach diesem Stamm direkt das Wortende kommt, dann habe ich ein Singular, dann hängt kein Morphem an, dann ist nichts zu tun. Was ich jetzt noch behandeln muss, ist, was passiert, wenn ein Pluralmorphem dasteht. Und zwar muss ich dann entscheiden, ob ich dieses S wird ja immer übernommen,
ob ich eine E-Epenthese durchnehme, also Morphemgrenze durch E ersetze, oder keine E-Epenthese erfolgt, Morphemgrenze löschen, also zu Epsilon übersetzen. Also das ist genau das. Dieser Pfad ist die E-Epenthese nach Zischlaut. Dieser Pfad ist keine E-Epenthese bei allen anderen Stimmen. Der Trick, wie man jetzt die Entscheidung macht, ist, dass man eben hier noch das letzte Zeichen des Stamms separat behandeln muss. Nicht von dieser Schleife abarbeiten lässt, sondern in dem Fall entscheidet sich's, wenn nämlich SZ oder X als letztes Stammmorphem steht, dann springt er hier hin und dann brauche ich einen Zischlaut, also muss die E-Epenthese erfolgen. So. In allen anderen Fällen, wenn das letzte Zeichen irgendwas anderes ist, dann kommt der Pfad, in dem keine E-Epenthese erfolgt. Sie sehen, ich habe hier auch noch die Endemarkierung ausgemacht. Also es scheint eigentlich ist hier natürlich sehr nicht deterministisch. Ich kann, wenn ich irgendeinen Buchstaben habe, kann ich entweder hier die Schleife gehen, oder ich kann hier rüber wechseln, wenn es SZ oder X ist, oder ich kann hier wechseln, wenn es irgendwas anderes ist. Die Tatsache, dass ich trotzdem die richtige Lösung, die richtige Ausgabe bekomme, kommt eben daher, dass ich an der Stelle, wenn ich an dieser Pfade nehme, nur weitergehen kann, wenn dann auch die Morphemgrenze kommt. Das heißt, hier ist es zwar nicht deterministisch, aber der Pfad kann nur weiterverfolgt werden, wenn dieser Übergang dem letzten Zeichen des Stammes entspricht. Und so kriegen wir auch den Fall, also ich könnte es natürlich auch bei Wörtern, die gar keinen Pluralmorphem haben, machen, aber dann komme ich auch hier nicht weiter, deswegen kann ich, wenn ich ein Wort habe ohne zusätzliches Morphem, es nur dadurch akzeptieren, dass ich immer die Schleife gehe, um dann direkt mit der Endemarkierung, Wortendemarkierung zum Endzustand zu kommen. Also so funktionieren diese FST-Ansatz eigentlich. Wir haben am Anfang meist stark in hohe Ambiguität, stark im Nichtdeterminismus, der sich dann einfach dadurch auflöst, dass der Pfad nur weiterverfolgt werden kann, wenn ich den Übergang an der intendierten Stelle lege. Und durch Determinisierungsmethoden ist das Ganze dann immer noch sehr effizient implementierbar. So. Das Ganze ist aber natürlich noch unvollständig. Das behandelt nämlich nur SZ und X, aber nicht die Zischlaute Sch und Sch, die durch zwei Zeichen wiedergegeben werden können. Kann jemand sagen, wie man das umsetzen müsste? Also die Grundidee, wie ich diese komplexeren Fälle SH und CH einbauen kann? Sie haben das ist, wenn C ist der Zustand und wenn dann irgendwas außer H kommt, geht man ganz normal. Ja, muss dann normal mit S gebildet werden und beim H eben dann auch, dass es in E wird. Ich versuche das mal anzudeuten. Das ist genau die richtige Idee. Also momentan haben wir es ja so gemacht, dass wir praktisch fürs letzte Zeichen des Stammes unterscheiden. SZX oder nicht SZX. Wenn ich auch SH und CH behandeln muss, dann muss ich mir ja die letzten zwei Zeichen des Stammes anschauen. Und das funktioniert letztlich nur, wenn Sie es systematisch so machen, dass ich also wirklich hier von dieser Stammschleife für die letzten zwei Zeichen im Pfade laufe, nämlich S oder C gefolgt von einem H, S oder C gefolgt von irgendwas anderem, dann ist es nicht SH und CH, oder irgendwas, gefolgt von einem S, Z oder X. Also ich muss auch diesen Fall, wo ich eigentlich nur das letzte anschauen müsste, muss ich jetzt auch schon beim vorletzten Zeichen eine Verzweigung machen, damit das Ganze noch systematisch zusammenpasst. Sie können es auch versuchen, anders zu machen, aber dann gibt es immer irgendwas, was falsch interpretiert wird. Also wenn Sie sowas implementieren wollen, immer ganz systematisch dann einfach alle möglichen Pfade, also alle Fälle für die letzten zwei Zeichen sich überlegen und das Pfad in dem FST implementieren. Wenn man das dann umsetzt, kann es zum Beispiel so aussehen, also Sie sehen hier, dieser Übergang zu den beiden Zuständen, das ist das vorletzte Zeichen des Stammes, und dann der Übergang von hier zu diesen beiden Zuständen, damit wird das letzte Zeichen verarbeitet. Und da sehen Sie jetzt die Fallunterscheidung, tatsächlich muss ich hier fünf Fälle unterscheiden. Wenn das vorletzte Zeichen SC, S oder C ist, gibt es die Möglichkeit, wenn ein H kommt, habe ich Zischlaut. Wenn was anderes kommt, habe ich keinen Zischlaut, aber Achtung, es könnte ja zum Beispiel ein Doppel-S sein. Also wenn als letztes Zeichen SZ oder X steht, dann ist es unerheblich, ob davor ein SC war. Deswegen muss ich in dem Fall auch wieder ein Zischlaut bilden.
In allen anderen Fällen, wo das vorletzte Zeichen kein SC ist, dann habe ich die bekannte Unterscheidung in SZ oder X oder nicht, um Zischlaut und kein Zischlaut zu unterscheiden. Das sehen Sie, müssen wirklich systematisch dann alle möglichen Fälle sich durchdenken. Dann ist es eigentlich ganz nachvollziehbar und man kann sowas auch relativ gut konstruieren. Gut, die Frage war jetzt noch, wollen Sie sowas konstruieren? Also das war jetzt ein Fall. Ich muss jetzt eigentlich noch die ganzen anderen Sonderfälle mit in diesen Automaten, in diesen FST einarbeiten, da ich ja letztlich ein FST für die Oberflächenabbildung brauche. Und ich hoffe, dass Sie jetzt alle sagen, nee, das will ich nicht machen, weil spätestens nach der dritten Regel blicke ich bei meinem FST garantiert nicht mehr durch. Deswegen braucht man was Eleganteres. Wir wollen wieder modularisieren, also wir wollen es zerlegen in einzelne Regeln. Und das besteht in zwei Schritten eigentlich. Der eine Schritt ist erstmal, diesen FST nicht von Hand so zu erstellen, indem ich wirklich die Zustände und Übergänge mir überlege, sondern das, was eigentlich er machen soll, die Logik dahinter durch eine Regel zu beschreiben. Kann man verschieden machen. In einem Ansatz, der der übliche in der Zwei-Ebenen-Morphologie ist, hat man sich diesen Formalismus für kontextabhängige Ersetzungsregeln überlegt. So sieht erstmal, das ist die Regel für die Ebenenthese, sieht vielleicht erstmal dramatisch aus, ist aber eigentlich ganz einfach. Hier so ein doppelter Unterstrich, also das ist auch wieder eine Notation, die verwendet wird in bestimmter Software, können Sie auch eine andere Notation definieren. Also hier habe ich so einen doppelten Unterstrich, das ist die Ersetzungsstelle, wo eine Ersetzung vorgenommen werden soll. Und da das Ganze kontextabhängig sein soll, muss ich den linken und rechten Kontext beschreiben. Und zwar, es geht hier um die Ebenenthese. Also die Ersetzung, die vorgenommen wird, die steht hier links. Aus einem S soll die Zeichenfolge ES werden, also Ebenenthese, wird nur dann durchgeführt, wenn davor ein Stamm steht, der auf dem Zischlaut endet. Und das kann ich durch so einen regulären Ausdruck beschreiben, also entweder SZX gefolgt von der Morphemgrenze oder SH oder CH gefolgt von der Morphemgrenze. Also hier steht einfach ein regulärer Ausdruck, der den linken Kontext matcht und hier steht ein regulärer Ausdruck für den rechten Kontext. In dem Fall muss es das Wortende sein, also der rechte Kontext ist sehr einfach, aber es könnte natürlich auch ein beliebig komplexer regulärer Ausdruck sein. Sondern diese ganze Regel hier sagt aus, immer dann, wenn ich an irgendeiner Stelle diesen linken und diesen rechten Kontext finde, also der reguläre Ausdruck jeweils matcht, dann soll an der Stelle die Ersetzung vorgenommen werden. Geht natürlich nur, wenn an der Stelle genau ein S steht. Also es wird nicht hier alle S dann ersetzt oder so, die Lücke hier, die muss genau dieses S in der linken Seite meiner Ersetzungsregel haben. Und dann wird es erst durch ES ersetzt und sonst nicht. Achtung, das Dach hier ist kein Sonderzeichen. Sie haben regulären Ausdruck, eine Markierung für Wortanfänge eigentlich. Das ist hier nicht so gemeint. Das sind einfach diese beiden Zeichen, die ich als Trennzeichen in meiner Zwischenebene verwende. Und weil es eben gängig ist, es so zu machen, ist es auch in dem Formalismus so. Also, man könnte es umschreiben, die Regel besagt, ersetze S, das Morphem S durch ES, wenn es das letzte Morphem im Wort ist. Das ist der rechte Kontext. Und der linke Kontext besagt, dass die Morphemgrenze und das, was davor steht, muss auf dem Zischlaut enden, also SZX, SH oder CH. Und sowas ist, wenn man sich an den Formalismus gewöhnt hat, doch sehr leicht zu beschreiben und nachzuvollziehen. Viel einfacher, als den FST korrekt zu konstruieren. Das ist also die eine Komponente, dass wir statt FSTs von Hand zu schreiben, die als solche Ersetzungsregeln beschreiben. Die andere Komponente ist, jetzt kommen wir nochmal zu den schönen Eigenschaften, wir können ja eine Komposition von FSTs bilden. Das heißt, statt hier alles in eine Regel zu packen, vielleicht ist Ihnen aufgefallen, im Gegensatz zu meinem FST löscht das die beiden Grenzmarkierung, die Morphemgrenze und die Wortendemarkierung werden nicht gelöscht. Also das reicht eigentlich nicht, um die Oberflächenform zu generieren, weil die Ersetzung wird nur hier gemacht von der Regel, der gesamte Kontext bleibt unverändert erhalten. Das hat auch einen Grund, denn indem ich die nicht lösche, kann ich danach noch andere Regeln anwenden, zum Beispiel nach dem
Stamm auf O, dann auch das E als Allomorph bilden, also eine E-Epenthese vorzunehmen und so weiter. Das heißt, ich schreibe einfach Regeln, E-Epenthese, vielleicht eine Regel für die Y-Ersetzung. Das kann ich am geschicktesten so machen, dass ich einfach sage, wenn der rechte Kontext wäre hier das Pluralmorphem, also Morphem S am Wortende, dann ist diese Ersetzung Stelle das letzte Zeichen des Stammes. Und wenn das ein Y ist, soll es durch IE ersetzt werden. Damit kriege ich dann Party zu Partys und so weiter. Der linke Kontext muss noch sicherstellen, dass es nach dem Konsonanten steht. Also ich kann hier einfach mit einer negierten Wortklasse alle Vokale ausschließen. Können sich dann überlegen, ob das jetzt genau korrekt ist oder ob es da noch Sonderfälle gibt, die noch zu bedenken wären. Durch diese Notation ist es dann natürlich viel einfacher, hier die Sonderfälle zu behandeln, als das in FST direkt zu schreiben. So. Wenn ich das jetzt auf ein Eingabewort die beiden Regeln nacheinander anwende, dann wird diese Regel, den Zischlaut, die eben diese bei Zischlauten erwischen, das wird die Stimme auf Y erwischen, ist ja kein Zischlaut, wird also von der ersten Regel nicht verändert und so weiter. Ich kann also wirklich hier beliebig viele Ersetzungsregeln kaskadieren, die jeweils einen Sonderfall behandeln und nur dann auch eine Transformation vornehmen. Und schließlich, die letzte Regel in meiner Kaskade muss dann eine Regel sein, die einfach alle Morphem- und Wortgrenzen entfernt. Die haben keine Kontextbedingungen, die würde ich also einfach so schreiben. Das heißt, unconditionally, ohne obligatorisch, werden diese Ersetzungen in der gesamten Zeichenkette vorgenommen. Genau. Ich kann die also einzeln beschreiben und nutze dann die Komposition, um aus dieser ganzen Kaskade von vielen Regeln einen einzigen FST zu machen, der dann wieder sehr effizient die Generierung und Analyse durchführen kann. Und damit können Sie eigentlich eine Computermorphologie implementieren. Das Einzige, was noch fehlt, ist eine Übertragung von diesen Regeln in die FSTs. Also Komposition brauche ich ja die Transduktoren. Ich muss also irgendwie aus dieser Regel automatisch ein FST machen können. Ich muss die übersetzen können. Ich will nur kurz Ihnen eine Vorstellung davon geben, wie das funktioniert, oder um es plausibel zu machen, dass das tatsächlich funktioniert. Und da sehen Sie auch nochmal, welche Eigenschaften von FSTs wir uns zunutze machen. Also wenn wir zum Beispiel diese Regeln haben, wie kann ich die in den FST übertragen? Geht folgende. Also das ist unsere E-Epenthese, die wir schon kennen. Schritt 1, ich schreibe in FST, der die Ersetzung vornimmt. Ja, das heißt, das besteht einfach aus dem linken Kontext, gefolgt von einem FST, der genau diese Ersetzung macht, S zu ES übersetzt, gefolgt von dem rechten Kontext. Da der linke und rechte Kontext reguläre Ausdrücke sind, entsprechen die FSTs mit Default-Paaren. Das heißt, der linke Kontext, der da gematcht wird, wird auch unverändert dabei übernommen. Also das liest ein Zischlaut ein, eine Morphemgrenze, übernimmt ihn die Ausgabe, ersetzt mit diesen beiden Schritten ein S durch ES, Einfügen von E und S bleibt erhalten und matcht dann den rechten Kontext, Wortende-Markierung, der wieder unverändert in die Ausgabe übernommen wird. Diesen Transduktor kann ich nicht auf die komplette Zwischenebene anwenden, sondern nur auf diesen restlichen Teil, also den Teil, der dem linken und rechten Kontext entspricht. So, und der Trick, wie wir daraus jetzt einen Transduktor machen, der im kompletten Wort die Versetzung vornimmt, ist so: erstmal schaue ich an, was ist die Eingabesprache. Das sind sozusagen Teilzeichenketten, bei denen die Ersetzung vorgenommen werden muss. Das ist diese Projektion, indem ich einfach hier die Ausgaben weglasse. Sie erinnern sich, das hatte ich ja gerade vorhin gesagt, also diese Eigenschaft, dass ich die Eingabesprache als Automaten bestimmen kann, ist wieder ganz entscheidend. Entscheidend ist auch, dass ich jetzt daraus wieder was zusammenbauen kann muss. Also wenn ich diese Eingabesprache habe, dann kann ich erstmal, das ist ein FSA, der eine Zeichenkette matcht, die einen Treffer von T2 enthält. Das heißt, das ist eine beliebige Zeichenkette, wo irgendwo eine Ersetzung vorgenommen werden muss. So, und ich kann, Sie erinnern sich vielleicht, endliche Automaten sind auch unter Komplementbildung abgeschlossen. Das heißt, ich kann mit einem einfachen Algorithmus das Komplement dieses Automaten bilden. Der erkennt jede Zeichenkette, in der keine Ersetzung vorgenommen wird. Da kann der Kontext vorkommen, der rechte Kontext, aber es passt nie so zusammen, dass die Ersetzung gemacht werden muss. Also dieser Automat T3, das ist das Wichtige dran,
Das ist ein Automat, der Zeichenketten akzeptiert, in denen keine Eingabe für diese Ersetzungsregel enthalten ist. So. Und jetzt hänge ich das Ganze nur noch aneinander. T3 liest erstmal alles ein, wo dieser Input, dieses Muster nicht vorkommt. Und danach kommt T1, um die Ersetzung zu machen. Und das ist hier tatsächlich das reguläre Ausdruck, Fragezeichen. Also ich mache das optional. Dann habe ich entweder die Option, wenn das nicht vorkommt am Ende der Morphemsequenz, dann wird das Komplette von 3.3 übernommen, unverändert. Wenn es vorkommt, wird nur der Teil bis zu dem Vorkommen von T3 akzeptiert, der Rest nicht mehr. Und dann kann aber dieses optionale T1 noch die Ersetzung vornehmen. Und schließlich, wenn in dem Fall ist die Ersetzung immer am Wortende, deswegen würde die Verkettung von T3 und T1 Fragezeichen ausreichen. Wenn Sie mehrere Ersetzungen im Wort vielleicht sogar vornehmen können, dafür gibt es auch Anwendungsfälle, dann können wir von diesem T noch eine klinische Hülle bilden. Die würde jeweils mit T3 Teile überlesen, in denen der Kontext nicht vorkommt, kein passender Kontext steht. Dann jeweils mit T1 die Ersetzung vornehmen und den Kontext dabei übernehmen. Dann wieder mit T3 einen weiteren Teil überlesen, dann mit T1 eine Ersetzung vornehmen und es eben so lang, bis er das Wortende erreicht hat. Es war jetzt sicher ein bisschen zu schnell, wir wollen auch nicht in der Rücken gehen. Ich hoffe, dass aber erkenntlich geworden ist, dass hier tatsächlich das konstruiert werden kann. Wenn Sie eine Implementierung von FSTs haben, die diese Operation anbietet, dann ist es sogar ziemlich leicht, das zu implementieren. Also Sie brauchen eigentlich nur diese Schritte nachvollziehen, sind eigentlich Operationen auf FSTs, mit denen das alles gebildet werden kann. So. Wenn Sie tiefer einsteigen wollen, hier noch ein paar Literaturtipps. Das ist jetzt keine Hausaufgabe, das alles zu lesen. Aber wenn Sie wirklich mal ernsthaft wissen wollen, wir werden auch in den Übungen jetzt nur relativ einfache Beispiele auf dieser Ebene behandeln. Wenn Sie systematisch sehen wollen, wie solche Regeln beschrieben werden können, würde ich vor allem diesen Artikel empfehlen. Das ist noch ein ganz übersichtlicher, der aber auch dann etwas tiefer auf die Implementierung geht. Und Software, es gibt die XFST, Finance Status und Xerox, die in diesem Buch eigentlich beschrieben werden. Wir werden die Open Source SFST verwenden, die Sie jetzt auch schon, glaube ich, eingesetzt haben in Übungen. Und mit denen werden Sie in Übungen jetzt sich Ihre Computermorphologie basteln. Danke für die Aufmerksamkeit und dann wieder bis nächste Woche.